Jo, ja, Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Ich muss erstmal den Ton leiser machen, es ist mir viel zu laut, ich höre meine eigene Stimme nicht. Okay, passt. Custom Knight. Knight auf Misfits. Ich muss es ganz kurz nachschauen. Das würde mich jetzt interessieren, was Misfits heißt. Also wie schreibt man das? Misfits, okay, einfach Misfits, okay. Wait a minute. Außenseiter. Sind es denn tatsächlich die Außenseiter? Ja, ja und ja. Okay, let's go. Also, wem muss ich jetzt schauen? Wir haben Mange, ich hab Golden Freddy und Balloon Boy. Okay. Richtig stressig mit Golden Freddy, Junge. Ja, das ist ja jedes Mal da dran. Hallo. Und Golden Freddy. Ich mag dem seine Farbe irgendwie. Komm, hau ab. Mir scheint die Nacht gar nicht mal so schwer. Irgendwie mit dem Chance von Golden Freddy erwartet. Was hat es eigentlich echt mit Golden Freddy auf sich? Das war doch irgendwie dieses eine, ich weiß nicht, was Michael oder so, der in Golden Freddy gestopft worden ist. Ja, ich verrate hier schon ein paar Teile für der Story. Aber es kommt halt dafür ein komplettes Video nur über die Story. Halt deine Fresse. Und Golden Freddy. Oder nicht? Und Golden Freddy. Auf wie viel ist der eigentlich gestellt? Ich weiß es gar nicht. By the way, bei jeder Custom Knight bekommen wir so ein Plüschtier auf unseren Tisch gestellt. Habt ihr wahrscheinlich inzwischen auch schon gemerkt, dass die Toy Bonnie und der normale Bonnie steht. Ich weiß zwar nicht, wo die von New und Shiny hin sind, aber... Hau ab. Das sind halt alles diese Personen, die nicht, das sind halt alle Animatronics, die nicht im Office angreifen müssen. Zum Beispiel, Bonnie steht hier im Office, kurz bevor er angreift. Und Golden Freddy, hm? Ab. Die Nacht ist sogar relativ leicht.
Komm, Balloon Boy und Mangle bitte weg. Und da haben wir wieder unsere Ruhe. Oder auch nicht. Komm, Pfeiffer Jam! Vielleicht schaffen wir es heute noch, FNAF durchzuspielen. Leute, vielleicht schaffen wir das heute noch. Schaffen wir es heute noch, FNAF 2 durchzuspielen? Das wäre echt nice. Weil, wenn ihr versteht, was ich meine, weil ich kann mir vorstellen, dass die 1020er Nacht gar nicht mal so schwer ist, weil es so ein Chaos ist, dass du gar nicht mehr dass du gar keine Taktik mehr brauchst. Weil ich glaube, dass Foxy automatisch schon gar nicht mehr herkommt, weil alle anderen ihm den Weg verdecken. Wisst ihr, was ich meine? Klar, er steht trotzdem da, nur das ist halt einfach nicht registriert. Komm, 5 AM. Ich hab gedacht, wir schaffen das. Nein. Nein. Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Oh, Mann. Verdammt. Okay, aber auf 10 eingestellt. Das ist eigentlich nicht mal viel. Die Nacht ist voll langweilig, Junge. Du musst über Ewigkeit nichts machen. Ja, guck dir an, Junge. Ich mach das Tablet richtig kaputt. Gerade gedacht, da steht Balloon Boy. Oder ich würde es gerne so einen Speedrun machen. Oder euch das in Zeitraffer abspielen lassen. Aber I don't know. Thank you.
Ich leuchte nichts an. How to verschwenden Strom mit Elias, Alter. Ich auch voll. Ich kann jetzt gar kein Deutsch mehr. Geschweige von Englisch und Latein. Dann Haken. Ich hab gedacht, das ist so ein zweiter Foxys Haken, weil. Ah, oh, das war knapp. Ich spam immer, das ist mein Problem. Es gibt keine Ruhe in diesem Spiel. Außer wenn man es durch hat und es jahrelang nicht anfasst. Dann ist vorbei. Wir hatten es trotzdem noch nie, dass Mangle oben war. Alter, ne? Just get from Foxy incoming. Nee, doch nicht. Also irgendwie kommst du mir schon komisch vor. Und tut mir leid, wenn mein Sound ist die ganze Zeit scheiße, weil mein Popschuss ist runtergerutscht. Komm, jetzt schaffen wir es. 5 AM. Sollte jetzt dann easy sein. Sollte jetzt easy drin sein, würde ich sagen. Hier ein bisschen waden. Dann muss ich diese Aufnahme nicht nochmal machen, weil das war gerade vorhin der dämlichste Tod. Dankeschön. So, 6 AM. Läuft. Lass mich raten, ich wurde gefeuert. Right. Okay. Nice. Next night. Foxy. Okay.
20er Mangle und 20er Foxy. Ich bin richtig gespannt, wie diese Runde abläuft, Alter.